Okay, die nächste Rednerin ist die Michaela. Das war jetzt eine sehr geladene Message. Ich bin nur ganz kurz und ich will etwas sagen, was vielleicht eh schon viele wissen, aber für uns alle enorm wichtig ist, für jeden Einzelnen. Und zwar geht es darum, dass man richtig atmet, weil wenn man richtig atmet, kommt man aus dem Stress, in dem wir uns fast alle ständig befinden und kann dann auch wieder freier sich fühlen. Es geht einfach so, dass die Babys, wenn sie auf die Welt kommen, ganz richtig im Bauch atmen. Und dann durch das, was wir in unserem Leben erleben, fangen wir an und atmen immer mehr hier nur so. Und in dem Moment, wo wir nur hier oben arbeiten, und schaut euch selber an, beobachtet euch, was ihr tut. In dem Moment, wo man nur hier oben atmet, dann kriegt das Gehirn ein Message, dass nämlich nicht mehr alle Zellen im Körper den Sauerstoff bekommen, den sie brauchen. Und damit geht das Gehirn in Stress und gibt Stressinformationen an den Körper ab. Und dann lebt man im Dauerstress. Und das ist fast für alle Menschen hier in der westlichen Welt vor allem so. Das heißt, man muss wirklich einfach wieder mit sich selbst lieben, heißt auch sich um seinen eigenen Körper kümmern. Und man fängt einfach an und atmet bewusst ganz tief in den Bauch hinein, immer wieder. Das ist am Anfang vielleicht ungewohnt und man muss ein bisschen Disziplin haben, aber das geht dann später total automatisch und ihr werdet sehen, dass ihr euch körperlich viel besser fühlt. Das wollte ich sagen. Danke.